Und den Begriff Freiheit. Wir wollen frei sein. Wir wollen Entscheidungsmöglichkeiten haben. Das ist ja Freiheit. Wir wollen, und Freiheit und Verantwortung gehört ja auch zusammen. Wir wollen frei und verantwortlich leben können. Aber wie kommen wir eigentlich noch an das Saatgut? Mit der Zukunftsstiftung Landwirtschaft zum Beispiel. Wohin soll die Reise also gehen? Ich glaube, das Ziel kann nur sein, Erhalt einer nachhaltigen, bäuerlichen, vielfältigen Landwirtschaft, die wirklich Souveränität achtet, zur Ernährungssicherheit, Klimaschutz, Artenerhalt beiträgt, die regional verankert ist, um nicht die Transportströme auszulösen, die Gentechnikfreiheit garantiert und eben auch die Freiheit, sich entscheiden zu können für eine Vielfalt. Das ist auch übrigens das gute Leben. Was heißt das, wenn ich mir angucke, wo müssen wir jetzt kämpfen? Bei der GAP-Reform, damit tatsächlich wir einmal wohin kommen, dass die Preise die Wahrheit sagen oder dass wir nicht Subventionen geben für etwas, was Schaden auslöst. Also muss Klimaschutz und Erhalt der Biodiversität muss unser Ziel sein, das zu verankern. Und wer das nicht gewährleistet, kann ja nicht aus der ersten Säule der Agrarpolitik volle Subventionen bekommen. Das muss man delegitimieren. Wir müssen bei der Gentechnikgesetzgebung, bei manchen Ansinnen der EU-Kommission, von der ich immer den Eindruck habe, dass sie mehr US-Unternehmensinteressen vertreten als die der Kunden. Jetzt auch wieder mit einer Renationalisierung, die ja was nur heißen kann bei der Entscheidung, ob angebaut wird oder nicht, dass sie sich die einzelnen Länder vornehmen und wenn sie da mal eine schwächelnde Regierung hat, wird da angebaut und dann kommt der Wind. Was habe ich von einer nationalen Entscheidung über den Gentechnikanbau, wenn danach, meine Damen und Herren, der Wind alles verbreitet? Saatgutreinheit gehört dazu. Wo geht die Reise hin und was müssen wir jetzt tun? Meine Damen und Herren, ich glaube, wir müssen im Augenblick auf einen Begriff gehen. Auf einen Begriff gehen, nämlich, dass man unterscheiden muss zwischen Legalität und Legitimität. Verbinden wir uns mal mit Stuttgart 21. Naja, da behaupten ja einige, die Entscheidung seien vor 15 Jahren demokratisch legal zustande gekommen. Lassen wir mal die Frage außen vor, ob die Zahlen alle richtig waren, die man genommen hat. Aber was passiert da? Da passiert, ja, mag sein, dass das legal ist, aber heute 2010 ist es nicht legitim, Milliarden auszugeben angesichts der Schuldenbremsen, der Tatsache, dass wir Schulden abbauen müssen, dass wir vieles streichen müssen, an Zahlungen, Unterstützung, dass wir nicht wissen, wie wir eigentlich im Kindergarten mehr Personal bezahlen, damit sich jeder entwickeln kann, wo wir wissen, dass wir die großen Transportströme der Häfen haben, wie werden die mit Gigalinern, also überdimensionierten Lastwagen transportiert, oder bauen wir die Rheintalbahn, die Schiene, die sozusagen zwischen Genua, Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven die Container auf der Schiene produziert. Wir haben nicht für beides Geld. Das sehen Sie auch an dem Plan dort. Und was machen die? Die sagen, nein, die Bürger, wir glauben das nicht, wir akzeptieren es nicht. Wir erwarten auch von der Politik, dass sie umdenkt. Diese Unterscheidung zwischen Legalität und ist etwas heute 2010 noch legitim? Das ist eigentlich eine Art von Bürgerbewegung, die ja in vielen Orten praktiziert wird. Sonst würden ja die Bioläden nicht so einen Zuspruch haben, auch wenn wir noch nicht bei 20% sind. Ich glaube, dass wir an genau der Stelle weitermachen müssen. Ist das, was da heute passiert, verantwortlich noch begründbar? Das heißt, wir müssen Transparenz einfordern. Es gibt ja ein paar Werkzeuge, die wir hatten, das Register, Standortregister bei der Gentechnik, das jedem vor Ort ermöglicht, Bantam-Mais auszusehen oder Mais anzubauen und dann Fragen zu stellen. Wir müssen sagen, wir wollen die Interessen offenlegen, was wir ja auch bei den Subventionszahlungen, den Direktzahlungen bei der, im Agrarbereich gemacht haben. Aber Transparenz einfordern, wer hat das bestimmt, wer ist mit angehört worden dort, das ist die Frage, die wir klären müssen. Wir müssen uns konzentrieren und ich sag mal durchaus auch hin und wieder provozieren. Wie wäre es mit einem Veggie Day? Jetzt haben wir natürlich gerade von Herrn Willig gehört, wenn es so weitergeht, haben selbst die Vegetarier im Verhältnis zu den Rindern den Nachteil, weil schon alles weggefressen ist. Der Veggie Day ist doch eine Provokation. Wir machen es gerade mit der Kantine des Deutschen Bundestages. Ich gebe zu, selbst grüne Abgeordnete regen sich auf und meinen, das könnten sie selbst entscheiden, wo wir sagen, nein, jetzt müssen wir die Diskussion mal führen. Du kannst nicht sagen, wo wollen wir 2050 sein, was Klima anbetrifft und CO2-Emissionen und dir nicht selber Gedanken machen. Wie bei der Industrie, auch für den einzelnen Menschen muss man sich nicht immer auf Freiwilligkeit verlassen. Machen wir doch mal wieder sowas wie gentechnikfrei essen. Vor Jahren ja gemacht mit einer großen Tafel in vielen Städten, auch in Berlin, um zu zeigen, wir essen nur das, wo nicht die gentechnisch veränderten Futtermittel dahinter sind.
Schulbauernhöfe, finde ich eine wunderbare Sache, um sozusagen auch da sozusagen den Samen bei den Kindern einzupflanzen, um zu sehen, aus so einem kleinen, ja, kleiner als dein Computer, da ist ein Riesenprogramm drin, was daraus alles werden kann, es zu vermitteln. Wir sollten für die Zukunft der Landwirtschaft lernen, uns ein paar, ich sage mal, Sinnbilder und Provokationen zu schaffen, so wie ja auch 20% Ökolandbau, heute würde ich noch mehr sagen als Ziel, aber damals eine Provokation war, hat auch funktioniert und triftige Auseinandersetzungen, schöne Auseinandersetzungen gebracht. Ich gebe zu, lieber Felix, es war nicht immer nur schön, diese Auseinandersetzung führen zu müssen. Lassen Sie uns, und ich glaube, dass das nötig ist, für die Zukunft neue Bündnisse schließen. Man kann auch sagen, schamlos Bündnisse schließen. Es hat sich so viel bewegt. Suchen wir in allen möglichen Bereichen Leute, und zwar weit über das, was nahe liegt, Zukunftsstiftung und Stifter zusammen mit NGOs aus dem Bereich Umweltschutz oder artgerechte Tierhaltung. Nein, wir müssen darüber hinaus, durchaus da, wo Lebensmittelhandel andere Dinge macht, uns in der Wirtschaft sozusagen mit denen, die die Kantinen betreiben, Bündnispartnerinnen und Partner suchen, einzelne Personen, Promis, auch der Popstar, ja. Wie hat denn Toyota Prius seine Bekanntheit hingeschafft, indem sie, glaube ich, kostenlos 3 Schauspielern in Hollywood einen Prius gaben, um damit rumzufahren? An der Stelle ist ja noch nicht das ultimative Auto, ja, sondern ein Zwischenstadium. Aber dieses zu sagen, wo sind die Multiplikatoren, mit denen wir gemeinsam losgehen, glaube ich. Und ich weiß eines, nicht nur der Boom der Bioläden, nicht nur die erfolgreiche Tätigkeit des Bundes Deutscher Milchviehhalter, nein, zum Beispiel auch von Christoph Fischer, die Zivilcourage in Rosenheim, die gegen Gentechnik kämpft, kriegt die Inntalhalle mit 3000 Leuten voll. Das hat früher nur Franz Josef Strauß geschafft. Also wir können Bündnisse jeder Art schließen. Das heißt aber, dass wir uns einen Werkzeugkasten nehmen. Das ist eigentlich mein Lieblingsbild. Es gibt nicht nur ein, zwei Dinge, mit denen man arbeiten kann, sondern nehmen wir einen ganzen Werkzeugkasten, in dem wir eine Vielfalt haben. Stiften und schenken, die Politik, das Bündnis schließen, notfalls die katholische Kirche gegen die CDU weiter in Stellung bringen. Naja, der Erhalt der Schöpfung geht mit der Bildung eines Bioökonomierats nicht zueinander. Das passt denklogisch nicht. Ja? Und vieles andere auch nicht. Pro-Agro-Gentechnik wird von der Kirche auch nicht genommen. Nicht nur konservieren, nicht nur ordnungspolitisch agieren, sondern richtig inspiriert und kreativ. Selber Lobbyarbeit machen mit überraschenden Werkzeugen an überraschenden Orten auftreten. Eines weiß ich, wir sind so viele, dass wir dies schaffen können. Und man schafft es nur, wie sagte Vaclav Havel, wenn man eine Idee und eine Vorstellung hat und losgeht. Von Seyfried gab es eine tolle Karikatur. Da sah man so lauter verwegene Gestalten, so eine Land-WG. Ja, einer verwegener als der andere, natürlich Latzhose, Birkenstock und all sowas. Und drunter stand, gemeinsam sind wir unerträglich. Freundin, denke ich, der schönen Dinge sind. Und ja, da finden sich einige drin, die Sie vielleicht schon kennen, aber vielleicht auch neu sind für Sie. Danke. Vielen herzlichen Dank für diese inspirierende Rede. Ja.